So, da wären wir wieder zu meinem Demon's Souls Walkthrough. 100% Walkthrough. Muss gesagt werden. Na, eine letzte Chance, Kate. Na komm. Also geht doch. Das geklappt, was ihr übrigens gehört habt. Ich habe meinen Controller immer noch am Ladekabel und ja. Den Rest könnt ihr euch ja denken, was das war. So, dann gehen wir hier hin. Das nehmen wir mit. Ich verstehe nur nicht. Normalerweise werden die Türme hier dunkel, sobald das Fluchsiegel oben ist. Warum habe ich dann vorhin noch so eine gelbe Flamme da drüben gesehen? Deswegen war ich mir gar so unsicher. Strange. Nein! Seht ihr das da oben? Von Kate aus links, das da in der Luft schwebt. Moment, jetzt genau über Kates Kopf. Da sieht man auch immer so einen grünen Schein. Das ist der Bossgegner. Ach, wie cool ist das denn? Man kann den von hier aus sehen. Okay. Das heißt, die ganze Bossebene wird erst da reingeladen, wenn es soweit ist. Da fehlt nämlich die ganze Brücke hier. Cool. Interessant, also nettes Detail. Will ich auch wieder was ich noch nie gesehen habe. Neu für mich. Das war neu für mich. Ja. Ja, aber man lernt nie aus. Jahre her und jetzt aus Zufall, ich dachte, oh, man kann aus dieser Entfernung einen Gargoyle sehen und dann. Nee, Gargoyles haben diesen grünen Atem nicht. Das sind die Menschenfresser da oben. Die sieht man von da aus. Also das ist ja schon wow. Das ist schon echt krass. Also. Beeindruckend. Aber seht ihr mal, der Boss ist jetzt schon reingeladen, wenn wir da oben sind. Deswegen kann der Kampf direkt starten. Das ist ein Gebiet. Das ganze Gebiet existiert immer. Das ist bei den Dark Souls-Spielen nicht so. Da werden ganze Abschnitte erst noch reingeladen, wenn ihr sie betretet. Hier in Demon's Souls, so alt wie das Spiel ist und so ruhig wie die Konsole und vor allem wie schnell es lädt, das ist. Leck mich fett, das ist schon nicht schlecht programmiert, muss man dann sagen. Da oben steht sogar schon der Bus bereit. Gut, die Brücke fehlt, das ist. Ja, die baut sich dann halt erst noch auf, wenn wir da jetzt nach oben gehen. Es ist aber auch weniger schlimm. Oh, du noch? Aber dass der Bossgegner da oben schon steht, das ist cool. Das ist echt cool gemacht. Vor allem will ich auch halt absoluter Zufall, dass wir es entdeckt haben. Hier haben wir ja alles, ja? Wunderbar. Sicher ist sicher. Lieber immer alles doppelt checken, weil man weiß ja nie, Leute, man weiß ja nie. Es kann auch sein, dass es jetzt hier ein ziemlich kurzer Part wird, was ich bezweifeln werde. So, wir gehen hier links entlang. Hauen diesen Kopffüßler kaputt. Dann bekommen wir hier die sagenumwobene Soldatenseele. Quecksilberscherbe. Dann hauen wir diesen Kopffüßer zu Klump. Hier eine sagenumwobene. Das hier müsste ein Ephemer-Augenstein sein. Hier gibt es richtig cooles Zeug zu finden. Genau, hier. Sagenumwobene Soldatenseele. Und was haben wir hier? Sagenumwobene. Ring der Gier. Das ist sowas wie der silberne Schlangenring. Wenn wir den tragen, erhöht sich die Zahl unserer erhaltenen Seelen. Goldmaske und Degen. Der Degen ist zwingend notwendig für die Waffentrophäe. Und die Goldmaske ist Teil eines Sets, das wir durch die Weise. Entschuldigung, ich nehme schon wieder eine Weile auf, habe schon wieder den ganz trockenen Hals. Das ist, die Maske ist Teil eines Sets, also das ist der Kopfteil davon. Interessanterweise ist dieses Set nicht mit dem Guide-Buch von Demon's Souls. Was. Ne, die Maske ist drin. Der restliche Teil des Sets ist nicht drin. Das ist ein bisschen traurig, finde ich. Auf jeden Fall, man findet hier die Maske.
Und der restliche Teil des Sets ist ein weißes Weltendenzen-Event. Das findet man in Welt 1 von Latria. So, jetzt müssen wir bloß noch schauen, dass wir irgendwie sicher da oben ankommen. Was habe ich für Ringe dran? Okay, das ist vertretbar. Guti, hier noch eine Seele. Yep. Und jetzt müssen wir mal kurz wieder den Ring wechseln zu den Ring des Grabräubers, weil uns wird jetzt hier oben gleich ein rotes Phantom erwarten. Richtig. Na, selbstverständlich, da oben sieht man doch schon das grüne Licht auf uns zukommen. Ja, wir bleiben hier stehen. Er müsste ungefähr bis zu der Mauer hier laufen. Bis zu dieser, zu diesem Torbogen? Bogen? Egal, zu diesem Muster da halt, zu dieser Mauer, wie gesagt. So, genau. Als würde ich es noch wissen. So, Abfluch. Sei dir vergönnt zu sterben. Gewürz, danke. Wie viel habe ich eigentlich? Nur kurz aus Neugier zur Überprüfung, was wir alles haben. 40 und 9. Na, 9 ist doch schon mal eine ganz gute Zahl. Gut, gut, gut. Ja. Okay. Okay, okay. Dann kann man hier entlang. Man kann sich diesen Boss wirklich extrem leicht machen. Ich wusste nicht, dass das geht. Und dafür braucht man einen Bogen und Pfeile. Und so, wenn man sich direkt vor dem Bossnebel hinstellt, an die linke Seite oder die rechte Seite, ich glaube von der rechten Seite geht es auch, ich kenne es nur von der linken hier, dann kann man durch den Nebel zielen. Und weil ja der Boss da vorne steht, seht ihr ihn da oben, wenn man da hinsieht, sieht man die grünen Augen, die ich vorhin schon erwähnt habe. Dann kann man den durch den Nebel totschießen. Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr einfache Variante. Allerdings möchte ich das nicht. Ich meine, ich nutze schon den Glitch, um mir hier Scherben zu duplizieren und so weiter. Klar, ich muss mir alles mindestens einmal selbst verdienen. Da kann ich nicht bescheißen. Aber bei so etwas, nee. Also das spiele ich dann vernünftig und wenn ich drauf gehe, dann habe ich es nicht anders verdient. Dann gehe ich eben drauf. Ich werde hier aber bei dem Bosskampf zum Regenerationsring wechseln, weil ich werde mit Sicherheit ziemlich viel Schaden fressen. Deswegen haben wir erstmal hier eine Schonung drauf. Das hier wieder. Chris-Klinge. Und mein Glück ist, dass ich ja hier viel mit Feuer mache. Der Gegner verträgt halt mal sowas von gar kein Feuer. Aua, Arschloch. Aua, du, das Note. Au. Ja, wenn du mich dazu zwingst, dann muss ich Lebensenergie regenerieren. Aua. Und vor allem, ich muss Mana regenerieren. Ich brauche nämlich meine Schonung. So. Seht zu, dass ihr, wenn ihr den Kampf beginnt, möglichst schnell hier oben landet auf dieser runden Plattform. Weil der Gegner neigt dazu, euch ratzofatzo von dieser Plattform zu stoßen, wie ihr hier gerade seht. Das macht er gerne, der Penner. Na? Warte mal, die Schlange hier, die beißt dir in den Kopf, wa? Warte mal, ich helfe dir mal. Ich werde die mal hier entfernen, ja? Ich bin mal so nett. Und da haben wir schon den zweiten Menschenfresser. Zu zweit sind die schon mal gar nicht mal mehr so lustig. Jetzt müsste ich sie nur noch. Ne, das ist der neue, ne? Ja. Ich will den da hinten.
Ja, einer weg. Aua. In dein Gesicht. Also Feuer ist hier wirklich gegen die extrem gut. Mal wieder Zeit für eine Schonung. Also Schonung ist halt hier in dem Spiel wirklich extrem gut. Da Scheiße. Da schenke ich mir das halt eben mit dem Zweitleben. Oh oh. Aber normalerweise ist Zweitleben so eine Lebensversicherung. Nur nützt hier in dem Kampf Zweitleben gar nichts, wenn dich der Gegner hier von der Plattform räumt. Wenn du in den Abgrund fällst, dann war's das und... Tja. Was nützt dir ein zweites Leben, wenn du durch Gravitation krepierst? Warte, ich will dir hier doch nur die böse Schlange entfernen. Ich hab doch gesehen, die zwickt dich sonst in den Kopf. Ja, die ist voll fies zu euch, ne? Warte mal, wo ist er denn? Wo ist denn der Löwe? Da ist er doch. Oh oh. Falscher Zauber. Oh, der geht! Der sitzt! Der sitzt! Der sitzt! Oh, Scheiße. Und in der Luft geholt, runtergezwiebelt, optimal. Sehr schön. So wurde es wiederbelebt. Ob ich das will oder nicht, da werde ich nicht danach gefragt. Die Trophäe der Menschenfresser. Des Menschenfressers. Es sind eigentlich zwei. So, dann gibt es hier noch was zu holen. Und zwar vorsichtig hier entlang. Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen. Ein Mondkurzschwert. Das kann man ganz schnell zu einer Mondwaffe upgraden. Wir brauchen nur noch einen reinen Mondstein. Das kommt uns absolut entgegen. Dann spare ich mir den Vorgang, so eine Waffe erst zu schmieden. Vollmondgras. Ja, dann hier noch die gemischte Dämonenseele. Hier, das hier, eine angesehene und eine legendäre Seele. Der hatte sogar zwei. Und zurück in den Nexus. Jetzt werden wir uns in diesem Part noch um eine Sache kümmern. Wird vermutlich ein etwas kürzerer Part als die anderen. Ich hätte früher schneiden sollen. Fällt mir jetzt auf, aber egal. Und zwar werden wir uns diese Folge von einem ungebetenen Quälgeist entledigen. Nee, diese Folge wird ganz bestimmt nicht kürzer, weil wir werden noch das Weiße Weltendenz-Event machen. Dann habe ich das auch durch. Wobei... Nee, das machen wir im nächsten Part dann, weil sonst wird der zu kurz. Aber deftigst zu kurz, weil... Ihr seht schon, wir haben auf einmal hier ganz viele Leichen im Nexus. Gott sei Dank keine wichtigen. Aber daran ist jemand schuld. Und zwar der da. Ich schulde dir Dank für deine Hilfe in Latria. Ohne dich hätte ich es nicht zurück in den Nexus geschafft. Jetzt kann ich meine Arbeit fortsetzen. Ja, alle abschlachten oder was? Und dafür danke ich dir. Bist du nicht ganz dicht? Hör auf, Menschen zu töten. Das ist ungeil. Da, brenne! Brenne! Huch! Hat mir gerade hier meinen einen Feuerball verglitscht. Also, du... Es stimmt, was Mephistopheles über dich gesagt hat. So, und das düstere Set. Und Gott sei es gedankt, Jurt zählt nicht zu den NPCs, die unsere Charaktertendenz schwächen, wenn man ihn tötet. Und seine Rüstung ist sogar von Männern und Frauen anlegbar. Und das werde ich natürlich direkt mal tun. Also nämlich deutlich mehr Schutz bietet. Für die Exorzilen kann ich mittlerweile, glaube ich, sogar verzichten. Aber meine Krone da, die lasse ich mal drauf. Genau, kann man so lassen. Leider sind wir gerade extremst fett.
extremst fett. Weshalb ich einmal zweimal. Genügt das? Wie weit bin ich denn? Gegenstandslast ist auch schon reichlich. Deponieren wir erstmal. Quecksilber, ja, das kann ich alles wegschmeißen. Ablegen. 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 Jetzt, da ich die Rüstung hier habe, deponieren wir mal das hier. Das hier, das hier. Das hier, das da, das langt. Den zweiten Ring des Duftes brauchen wir nicht. Waffe brauchen wir, das Runenschwert nicht. Das Mondkurzschwert brauchen wir momentan auch nicht. Halbmondfeuchten ist eh meins. Flammenberge, den brauchen wir nicht. Und das hier brauchen wir auch nicht. Dann die Augiten der Führung brauchen wir auch nicht. Alle vier. Und schon sind wir wieder etwas mehr aufgeräumt. Gut. Ja, ich bin aber immer noch nicht ganz zufrieden mit dem. Haben wir es denn? Haben wir noch eine legendäre? Wo ist sie denn? Da oben müsste sie sitzen, oder? Da ist sie doch, ja. Halt! Kondition ganz wichtig, oder? War das Kondi? Ausrüstungslast, doch, da haben wir es doch. So, zur Not muss ich halt für eine Weile auf meine Chris-Klinge verzichten. Wir fallen immer noch wie ein Stein. Okay, dann Planänderung. Da machen wir schwarze Lederhandschuhe. Geht das jetzt? Jawohl. Chris-Klinge geht aber auch, weil das eine Kilo reißt jetzt ja will ich nicht raus, oder? Jawohl, Flickflackmeister. Gut, dann werde ich mal schauen, dass ich noch bei Gelegenheit hier ein bisschen den Kondi-Skill. Und jetzt gehen wir nochmal zum Keilstein des Richters. Machen wir hier die Welttendenz zu einer neutralen wieder, weil den Dämon müssen wir hier noch vernichten. Und dann reicht es für diesen Part. Im nächsten Part kommt dann der Erzdämon von Latria. Das weiße Welttendenz-Event und in dem übernächsten Part, ihr kennt es ja wie immer, ein gesonderter Part für das schwarze Phantom jeder Ebene und so weiter. So haben wir da eine wunderbare Ordnung immer mit drin. Moinsen Bleitsch, freust du dich schon drauf, wenn ich dich dann absteche? Ja, muss ich leider. Für schwarzes... Für, oh, oh, au, 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 au. Au, das war natürlich jetzt sehr dumm und da ich ja... Ich bin viel zu weit gelaufen. Viel zu weit gelaufen. Was wären meine Videos ohne meine berühmten Fails? Oh Gott. Ja, haben wir hier noch dieses Skelett. Das Skelett. Verbrannt. Du verarscht mich. Du verarscht mich doch. Nein, oder? Alter. Ihr seht, was gerade passiert ist. Das ist der zweite. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn, ohne Scheiß, Wahnsinn. Ich, ey, nein, 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 nein. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ah, bleib da, bleib da, bleib da, Ichse, bleib da. Das wär's jetzt gewesen, wenn die mir jetzt auch noch einen reinen Dunkelmondsteinklumpen den reinen Dunkelmondstein hingeschmissen, noch einen zweiten. Wenn wir unsere Weltendenz damit jetzt wieder auf neutral, weil wir den urzeitlichen Dämon vernichtet haben und
Es wird Zeit, diesen Part wirklich dringend zu beenden, weil, ja, weil, genau, Maya, danke, die, Kate, Entschuldigung, Kate, weil, Rainer Klingensteiner. Gott! Überlegt euch das mal, das ist der zweite! Am selben Tag! In 2 Stunden! Alter! Was zur Hölle? Und ich hab doch jetzt wirklich nicht irgendwie abstruse Werte. Level 86, ich meine, wir sind auf dem Ende des Spieles zu, also. Naja, also bis zum nächsten Mal. Bis denn dann. Tschüssi.